Hallo und willkommen zurück zu Binding of Isaac Rebirth. In der letzten Folge haben wir Challenge 1, also Pitch Black, gemacht. Und heute wollen wir nicht High Bro machen, sondern heute machen wir einfach nochmal einen normalen One. Nicht mit Isaac, mit Isaac möchte ich euch ja noch den D6, seht ihr jetzt da unten, zeigen. Und ich zeige euch einfach mal den Hard Mode. Einfach weil ich bin hart. Hust, hust. Nee, einfach weil ich habe mit Isaac eh schon alles freigeschaltet und... Ja, Curse of the Blind ist natürlich total toll, um den D6 zu zeigen. Das heißt, den werde ich auf dieser Ebene nicht benutzen. Ich glaube, auch im Hard Mode tauchen öfters Flüche auf. Und eigentlich sollte im Hard Mode weniger spawnen und direkt spawnt man Herz. Das ist doch... Ja. So, erstmal eine Trollbombe, die uns das da aufsprengt. Sehr schön. Goathead! Sehr schön. Direkt mal... Ich glaube, der erzeugt auch in der... untersten, in der ersten Ebene, also hier, einen Devil Deal. Das ist, glaube ich, oder das hat man gefixt, ich weiß es nicht, aber es war mal eine Zeit lang so, dass er es wirklich getan hat. Aber das werden wir ja gleich sehen, ob das immer noch so ist. Wir könnten jetzt in den Shop gucken, aber ohne Münzen bringt das nichts. Geht bitte alle weg, ihr doofen Spinnen, ich mag euch nicht, ihr seid hässlich. So, hier machen wir schon mal den markierten Stein kaputt, kriegen dafür eine Kiste, okay. Und haben hier den passenden Schlüssel, also warum nicht? Seelenherzen. So, die Cartridge. Habe ich dir schon mal erklärt? Ich glaube schon. Also immer wenn wir Schaden nehmen, besteht eine gewisse Chance, dass wir in den Pac-Man-Status gehen, glaube ich. So lief die, meine ich, ab. Und der Pac-Man-Status ist vom Prinzip her wie das Einhorn. Sieht nur ein bisschen anders aus. Also wir werden dann zu Pac-Man. Mehr oder weniger. Sieht ganz lustig aus, aber... Naja. Gibt meiner Meinung nach sehr viel bessere Trinkets. So, Bombenspinnen kaputt. Malle-Spinnen kaputt. Du hast... Bobby-Bomb. Homing-Bombs. Das ist ganz cool. Jetzt sollten wir aber daran denken, dass wir diese Bomben haben und sollten demnach unsere Bomben nur dann einsetzen, um feste Gegenstände zu sprengen, wenn keine Gegner mehr im Raum sind. Weil die laufen jetzt Gegnern nach. Das ist ziemlich cool eigentlich. Eine Pille. Lemon Party. Zählt definitiv zu den guten Pillen. Also zu den... Es gibt, die werden halt eingeteilt in positive und negative Pillen. Das ist für ein Item ganz besonders wichtig. Aber ich sag auch selber, dass die Lamp Party ziemlich gut ist. Und wir haben hier den Horn. Ich hasse den Horn als ersten Boss. Ja. Wir müssen jetzt gucken, mit unserem mickrigen Damage erstmal diese Babys, diese fliegenden kleinen Geister hier kaputt machen. Und natürlich auch immer schön ausweichen. Aua. So viel zum Thema Ausweichen. Und jetzt der Haunt. Sollten uns übrigens nicht oben an den Rand stellen, weil genau das. Dann charge den nämlich. So, wir können das so machen ein bisschen. Das funktioniert, der schießt auch Lasers. Ja, und wie gesagt, man macht ihm halt einfach unglaublich wenig Schaden und er ist so nervig dadurch. Und das Problem ist, dass er halt hauptsächlich hier in den ersten beiden Ebenen auftaucht. So, Olm, Stats up, sehr geil, der Magic Mushroom. So, zweite Ebene, schon wieder eine Kellerebene. Aber jetzt kann, meine ich, auch der Hound erstmal nicht mehr auftauchen in der Ebene als Boss. Also das ist ganz angenehm. So. Ich konnte zwar leider auch noch nicht zeigen, dass wir jetzt wirklich Homing Bombs haben, aber... Das können wir bestimmt auch einfach mal zeigen demnächst. So, erstmal da wieder springen. Das Herz möchte ich noch nicht nehmen, weil wir haben noch ein halbes Herz erst verloren. Ah, jetzt machen wir wenigstens mal ein bisschen Schaden hier. Sehr schön.
Übrigens, All Stats. Oh, verdammt. All Stats Up heißt nicht alle Wert plus 1. Also, ich glaube, Schaden wird um 1 erhöht. Die anderen Werte um irgendwie 0,5 und so weiter. So, da hatten wir wieder einen markierten Stein und einen Bombenstein, den ich mal wegspringen wollte. Noch mehr markierte Steine, das ist ja sehr gut. Kriegen wir ja mal eventuell ein bisschen Gesundheit hier. Oder auch einfach Truhen. Ja, noch möchte ich die jetzt nicht aufmachen. Weil wir nur zwei Schlüssel haben. Oh Gott, viele Kackehaufen. Kacke! So. Und Raum fast voll, fast leer. Sehr schön. Ja, und ich würde gern in der Ebene jetzt mal in den Shop gucken. Und vor allem halt in den Itemraum. Charm of the Vampire nehme ich gerne mit, vor allem weil wir noch rote Herzen haben. Aber ihr habt übrigens auch gesehen, in der ersten Ebene spawnt noch kein Devil Room mehr. Egal, ob man das den Goat Head hat oder nicht. Fällt mir gerade ein. Aber, ja, also Charm of the Vampire ist eigentlich ein ganz cooles Item. Die Batterie, die Energie restores, also lagert, die ist ganz gut. Haben aber kein Geld dafür. Da würde ich aber trotzdem gucken, dass wir die vielleicht diese Ebene uns kaufen können. Weil die gerade mit dem D6 ziemlich cool ist. Weil der D6, wie halt bereits, glaube ich, erklärt, der rerollt unsere Podest-Items. Also jeder Raum, wo Podest-Items spawnen können, hat halt einen gewissen Pool sozusagen, welche Items da überhaupt spawnen können. Zum Beispiel, es können keine oder nur ganz wenige Items, die man als Devil Deal bekommt, können auch im Itemraum spawnen. Ja, nehme ich lieber mit. Und jetzt haben wir gerade einen doppelten Magic Mushroom, das ist fett. Und was wollte ich sagen? Hier möchte ich mich mal kurz durchspringen. Ja, also jedes Item, was im Itemraum vorkommt, ist, gehört halt zum Pool des Itemraums. Kann auch zu ein paar anderen Pools gehören, aber wenn man dann den Itemraum rerollt. Sehr cool, sehr cool. Dann kann ich euch das hier mal zeigen. Hier ist der Black Market. Das ist so eine Art Devil Deal. Sehr günstiger Devil Deal. Den nehmen wir mit. Und Damage Up ist immer gut. So, hier könnten wir Gesundheit und so spenden. Ich spende ihm jetzt auch mal ein bisschen was gerade. Der will mir nichts geben. Okay, dann stirbt er jetzt. Master of Lockpicking, mehr Schlüssel finden. Wäre vielleicht nicht schlecht. Damit können wir jetzt die Ebene beenden. Das ist auch ganz cool. Oder nee, komm. Wir hoffen mal einfach, dass wir noch ein paar Schlüssel finden. Aber ich möchte trotzdem noch ein bisschen was machen hier auf der Ebene. Und ja, Leben habe ich dem jetzt gespendet, einfach weil wir eh Charm of the Vampire haben und uns dann heilen können. An Gegnern. Ja, auf jeden Fall, wenn wir ein Item rerollen, kommt das neue Item auf jeden Fall auch immer aus dem Pool raus. Also, man kann da nicht plötzlich ein Brimstone zum Beispiel aus dem Itemraum kriegen, glaube ich. Also glaube ich zumindest, dass Brimstone mittlerweile nicht mehr im Itemraum-Pool ist. So. Ach, komm schon. So, und du, schön. Das hat sich ja voll gelohnt, der Raum. Ich habe noch nicht mal das rote Herzen regenerieren können. Und hier kommen wir eh nicht dran, weil wir nicht fliegen können. Toll. Na gut, dann auf... In der Hoffnung, dass der Boss uns ein paar Münzen gibt. Ich meine, ich könnte auch noch nach einem Secret Room suchen.
Der hat eigentlich gar nicht mal so viele Möglichkeiten. Hier oben kann er nicht sein. Hier unten könnte er halt sein. Da ist er sogar. Toll. Jetzt fehlt immer noch eine Münze. Die würde ich auch ungern aus dem Automaten sprengen müssen. Na komm, gucken wir jetzt mal beim Boss rein. Pin. Pin ist einfach. Da kriegen wir dann auch gleich wieder einen Devil Deal. Ich meine, es. Also der Raum spawnt. Es muss nicht unbedingt ein Devil Deal wirklich kommen. Es kann auch Krampus kommen. Oder es kann auch einfach wieder nur ein. Der Raum mit halt drei roten Kisten sein. Das werden wir jetzt gleich sehen. Wir kriegen das Pentagramm, das rewall ich auch nicht. Oh, Guppies Paw und. Das ist fett. Das ist beides ziemlich fett. Guppies Paw habe ich jetzt nur mal kurz aufgehoben, um es aufzuheben. Satanic Bible. Nehme ich auf jeden Fall mal. Benutze ich mal kurz. Und mit dem D6 kann ich die jetzt beide mal rerollen. Jetzt fliegen wir und haben den Brimstone. So. Ja, wir haben dafür leider so ziemlich alle Herzen aufgegeben, die wir hatten. Aber wir haben jetzt den Brimstone, der auch wirklich durch den ganzen Raum geht. Wir haben Fliegen und wir haben ein Guppy-Item schon mal aufgesammelt. So, Brimstone ging nicht, doch ging auch über Steine. Okay, dann hatte ich das falsch im Kopf. Also ich hatte im Kopf, dass Brimstone nicht über Steine geht, aber egal. Bobsword and Head wollen wir nicht haben. Nehmen wir Little Steven, den Psychic Friend. So. Und jetzt sind wir schon ziemlich hart dran. Ja. Das ist halt das Schöne, der rerollt wirklich alle Podest-Items. Man könnte also auch effektiv den Shop zum Beispiel rerollen, wenn man möchte. Aber Curse of the Labyrinth. Jetzt seht ihr den Fluch auch mal. Der ist ganz cool. Sehr geil. Da wir ja fliegen, kriegen wir da auch immer nur beim Rausgehen Schaden, nicht beim Reingehen. Warum beim Rausgehen? Keine Ahnung. Finde ich gerade persönlich nicht schlimm. So. Da oben ist ein Würfelraum. Da hätte ich vielleicht mal ausweichen sollen, das wäre ganz intelligent gewesen. Aber Intelligenz steht mir nicht. So. Und wir machen halt mit. Der Brimstone macht halt richtig viel Schaden. Und man kann ihn schön mit ein paar Sachen wirklich gut kombinieren. Mit ein paar Sachen eher schlecht. Wenn man dem einen ausweichen und fliegt ins andere rein, das ist. Ich glaube, das passiert leider relativ häufig. So. So, Schlüssel haben wir genug. Oh, sehr cool. Ich werde trotzdem nicht in den Dice Room gehen, weil ich einfach mir nie merken kann, was es ist und ich die sowieso in 90% der Fälle eh nicht benutze. Weil, ich sag mal so, um Podest-Items zu rerollen, haben wir jetzt den D6. Verdammt. Es wäre. Wir hätten natürlich auch die Satanic Bible mitnehmen können, aber die behalte ich, beziehungsweise ich behalte sehr gerne den D6. Einfach weil man dann mehr die Chance hat, zum Beispiel. Gish. Sad Onion. Tears up. Ja, jetzt lädt der Brimstone ein bisschen schneller auf. Das ist eigentlich ganz gut. Man hat mit dem D6 eine sehr viel höhere Chance, Guppy zu werden. Weil für Guppy muss man die Items ja nur einmal kurz aufheben. So, das nehme ich jetzt nur für den Rest des Raums mit. Danach tausche ich sie wieder aus. Schade. Hätte ja mal was Sinnvolles droppen können. Ja, also, aber ihr seht schon, wir haben noch einen zweiten Itemraum, den wir suchen.
zündet, den wir finden können. So. Ja, und mit dem D6 hat man halt eine höhere Chance, Guppy zu werden, einfach dadurch, dass man Items, die keine Guppy-Items sind, in einem Raum, wo Guppy-Items spawnen können, also zum Beispiel dem Item-Raum oder dem Devil-Room oder sonst wo. Ja, das war jetzt so semi-gut. Relativ einfach, man kann sie halt rerollen und wenn man sie rerollt, dann kriegt man halt... hat man halt nochmal die Chance, dass da Guppy-Items drin sind. So. Ich bräuchte aber jetzt vielleicht mal ein bisschen Gesundheit. Das wäre echt nicht cool, jetzt noch zu sterben. So, hier unten wird dann eine Sackgasse sein. Kann auch gerade mal schnell gucken, ob hier vielleicht der Secret Room ist. Jawohl. Und du hast Münzen für mich. Ja, ist nicht schlecht, aber hätte besseres drin sein können. Zumal wir noch nicht im Shop waren. Der ist da hinten irgendwo. Oh, ein Bettler. Na, ja, gib mir mal was. Komm, los, gib mir Dinge. Gib mir nützliche Dinge. Gib mir Soul Hearts. Oder ein Herzcontainer. Jetzt halten wir zumindest wieder ein bisschen was aus. So. Ich weiß gerade nicht, ob wir jetzt die Batterie eventuell aufheben können, um direkt auch die zweite Aufladung voll zu haben. Möchte ich aber nicht ausprobieren, weil hier halt noch Räume sind, wo wir uns aufladen können, bevor wir zum Itemraum überhaupt kommen. Und deshalb machen wir das nicht. Was bist du denn für eine Pille? Pheromone. Pheromone ist nicht schlecht. Maggie's Bow. You feel healthy. Und ich war, es war, meine ich, ein HP ab. Ja, HP ab und you feel healthy. Das bedeutet, wenn wir jetzt ein volles Herz Schaden haben und ein halbes Herz einsammeln, also rote Herzen natürlich, dann kriegen wir trotzdem ein volles rotes Herz zurück. Also, rote Herzen heilen effektiv jetzt doppelt. Das ist eigentlich schon ziemlich fett. Man sollte nicht in die Fliegen rennen. Hey, geht alle weg hier. Mensch. Wenn ich mich weiter so doof anstelle, kann ich das sogar noch demonstrieren. Oder auch nicht, weil wir uns gerade geheilt haben. Dank dem Vampir. Eine Bombe. Destroy the Kacke. So. Oh Gott. Was auch ziemlich fett ist mit dem Laser, sind Homing Shots. Oh Gott, die Black Candle, die will ich haben. Okay, jetzt muss ich leider Münzen aus dem Dingens sprengen. Natürlich kommen hier erstmal Spinnen raus. Oh. So. Curse Immunity und ein schwarzes Herz für uns. So, ich könnte jetzt die Boombox hier rerollen, aber das lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Problem an diesem Curse, den wir haben, den wird man übrigens auch erstmal nicht los. Also normalerweise mit der Black Candle, wenn man zum Beispiel Curse of the Blind hat oder Curse of Darkness oder so, dann wird man den direkt los. Den Curse of the Labyrinth kriegt man nicht los. Also zumindest der bleibt dann für die Ebene bestehen, aber ich muss auch sagen, das ist eher so der angenehmste Fluch, weil nö. All Stats Up then Shuffled. Das ist leider kein All Stats Up, das ist ein bisschen falsche Itembeschreibung. Sondern das ist einfach nur,
Es wirbelt so ein bisschen die Stats durch, aber Schaden machen wir noch genug. Wir haben noch genug HP. Das Torn Photo. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. So, mal gucken. Haben wir... Perfekt. Oh, yeah. Kapitel. Kapitel. Nein, ach, lass mich doch da raus, du Arschmade. Manu. Ich wollte doch nicht drin bleiben. Na, dann hätten wir Experimental Treatment auch noch rerollen können. Schade eigentlich. Ja, wir könnten jetzt auch noch den Dingens machen, aber wir haben halt nur ein Herz. Also lassen wir das mit dem Challenge Room und gehen einfach weiter. So. Okay, scheinbar. Und wir sind jetzt in Depth One. Ja, doch. Also wir haben jetzt Caves 2 übersprungen. Weil wir halt eben diesen Curse hatten. So, was haben wir hier drin? Oh, das lohnt sich eigentlich, aber ich halte so wenig aus. Vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Seelenherzen auf der Ebene oder so. Dann machen wir das auf jeden Fall. So. Weil drei rote Kisten, beziehungsweise schwarze Kisten oder wie auch immer man sie nennen will, sind halt schon eine gute Chance auf Guppy-Items und so. Und uns fehlt halt nur noch eins. Oh, ich habe gerade erstmal die Gegner suchen müssen. Sag mir doch mal, dass das nur so dämliche kleine Sporner waren. Oh Gott. So. So, und hier haben wir... Oh Gott, welches bist du denn? Also die sind eigentlich generell ziemlich gut. Gucken wir mal. Piskis, Tears Up und Knockback Shot. Okay, das bringt uns jetzt so nur das Tears Up. Knockback Shot ist so... Also es ist nicht schlecht, wenn man normale Tränen hat, dann stößt man Gegner härter zurück. Ist vor allem so gegen Gegner wie Gurglings oder so, die anstürmen wollen, richtig gut. Wir haben gerade genug Bomben, dann springe ich den mal eben weg. Explosive Diarrhea, na toll. Wow. Cool. Lemon Party. Explosive Diarrhea, das können wir da oben gleich mal kurz anwenden und Puberty. So. Hier haben wir eine neue Pille gekriegt. Bombsakis, das ist eigentlich ganz gut, weil so viele Schüssel brauchen wir nicht. Aber Bomben können wir halt gebrauchen. So. Nein, möchte ich gerade nicht. Einfach ein Pilz. Ja. Das Schöne ist, wir können gerade keine Bad Trip Pille und keine Health Down Pille finden. Weil die Pillen können uns... Also es gibt eine Pille, die uns indirekt töten kann und das ist die Paralysepille. Weil dadurch, dass wir halt komplett stillstehen, wenn wir sie benutzen... Oh, Are You a Wizard? Das wirkt sich, glaube ich... Nö, wirkt sich nicht auf den Brimstone aus, das ist gut. Dadurch, dass wir halt stillstehen, wenn Gegner im Raum sind, können uns die Gegner töten. Also Paralyse macht uns halt nicht unbesiegbar. Sonst wäre die Pille ja auch eigentlich ziemlich gut sogar. Aber ja. Oh Gott. Oh. Wieso hat der ein Herz Schaden gemacht? Das war kein Bossgegner. Naja, schade eigentlich. Ja, die Folge wird ein bisschen kürzer. Aber ihr habt den D6 gesehen, ihr habt gesehen, was man damit alles Cooles machen kann. Der ist echt gut. Vielleicht wiederholen wir das nochmal im Hard Mode. Aber beim nächsten Mal machen wir, glaube ich, erstmal nochmal eine Challenge. Deshalb würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!